Seit dem 1. August 2010 bin ich in Kamerun. Ich habe als junge Frau, ich bin jetzt schon gleich 50, als junge Frau bin ich schon mal in einem Einsatz in Simbabwe, in Harare. Für die Schweizer Botschaft habe ich dort gearbeitet. Ich hatte 2 Jahre, 1990 bis 1992. Ich liebe den Kontinent. Ich habe eine Affinität zu Kontinent, zu den Leuten, zu den Kulturen. Ich hatte immer den Wunsch, wieder zurückzugehen nach Afrika, allerdings nicht mehr im gleichen Kontext. Und der Einsatz für Mission 21 hat jetzt die idealen Voraussetzungen gebracht, um wieder zu gehen. Und ich kann jetzt auf einer ganz anderen Ebene tätig sein. Und zwar in engstem Austausch, in engstem Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. Unsere Töpferei, die ist ungefähr 3/4 Stunde von Bamenda entfernt, wo ich wohne. Das ist ein Dorf, ein ursprüngliches Dorf, wo aber jetzt die Töpferei sich befindet, wo internationale Aufträge bekommt. Das ist auch schon ein unglaublicher Gegensatz. Aber wenn ich dort in diesem Team arbeite und ich arbeite, wenn es streng geht, sage ich jetzt mal, und wir haben viele Musteraufträge von Kunden, dann arbeite ich vielleicht mit 7 Töpfern auf einmal zusammen. Die arbeiten alle auf ihren, auf ihren Töpferrädern oder an den Tisch in der Figurensektion. Es ist ein wunderschönes Miteinander und Kommunikation läuft. Es ist freundschaftlich. Man geht nachher noch ein Bier trinken, ein warmes Bier, weil es gibt kein elektrisches. Bier ist immer rum, aber es ist nicht immer kalt. Da fühlt man sich einfach daheim, weil es ist eine tolle Gemeinschaft, ein tolles Team. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr gebe, als ich überkomme. Es ist wirklich ein tolles Miteinander. Ich bin als Modedesignerin gekommen und jetzt die Produkte, die wir herstellen, sind aber ganz anderer Art. Es sind Töpfereisachen, es sind Korbwaren, es sind Musikinstrumente, es sind Schnitzereien, es sind Möbel. Da habe ich nicht so viel Kenntnis gehabt, wie es gar keine Kenntnis. Und in Zusammenarbeit dann, mit den Produzenten, Produzentinnen, habe ich ganz viel profitiert, auch an Produktenkenntnis. Ja, aber nicht nur an Produktenkenntnis, auch an kultureller Ebene natürlich. Presskraft bietet riesige Chancen für ganz, ganz viele Leute. Es ist eine wunderbare Institution, wo es ist jetzt schwierig, Zahlen zu nennen, aber wir haben etwa 40 Festangestellte, wir haben über 110 Produzenten in den Zentren, wir haben vielleicht 200-300 Heimproduzenten, die für uns arbeiten. Nicht die, nicht regelmässig, aber insgesamt ist es eine riesige Menge von Leuten, die Einkommen generieren können. Und die traditionelle Handwerkskunst wird gefördert, kommt einen grösseren Status auch wieder über. Es drängt ganz viel ausländische Ware auf den Markt. Billigware, Plastikware. Wir können ein schönes Gegenstück platzieren. Man sieht den Unterschied zwischen maschinell hergestellten Holzprodukten oder handgeschnitzten. Es ist ein Seil dahinter, ganz eindeutig.